Heute gibt es sie nur noch als Museumslok, die Reihe 1010. Ab 1955 kommt sie auf die Gleise. Ihre Schwester 1110 ab 1956. Die Schnellzuglokomotiven waren damals im Nachkriegsösterreich mit 130 km/h Höchstgeschwindigkeit die schnellsten. Genau 100 km/h schneller sind die Maschinen der Taurus-Familie. Die formschönen Elektroloks tragen heute die Hauptlast im Personen- und Güterverkehr. Sie fahren mit dem stolzen lateinischen Namen Taurus, zu Deutsch Stier. Seit dem Jahre 2000 fährt die erste von ihnen auf ÖBB-Gleisen, hergestellt bei Krauss-Maffei in München. Zunächst entstehen die Reihen 1016 und 1116. Letztere ist zusätzlich für den internationalen Betrieb unter 25 kV 50 Hertz ausgerüstet. 305 dieser Lokomotiven sind heute unterwegs. Ab 2005 bekommt die Taurus-Familie mit der Reihe 1216 wieder Zuwachs. 50 Dreisystemloks, die auch unter 3 kV Gleichspannung fahren können. Gedacht für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Italien und Slowenien. Ebenfalls zu den heutigen Leistungsträgern gehören die Reihen 1044 und 1144. 217 sind ab 1976 zu den ÖBB gekommen. Die 160 km/h schnellen E-Loks sind in allen Traktionsarten anzutreffen. Zur Zeit ihrer Indienststellung war die 1044 die stärkste E-Lok der Welt und das Paradestück der ÖBB. Erst mit dem Taurus begann der Stern zu sinken. Blicken wir zurück. Auch sie waren mal die stärksten, die sechsachsigen Güterzugloks der Reihe 1020. Bis 1995 waren sie noch aktiv. »1940 kamen die ersten von ihnen als Baureihe E94 zur damaligen Deutschen Reichsbahn. Die schweren E-Loks waren ausschließlich für den Güterzugdienst vorgesehen.« »44 E94 kamen nach dem Krieg zur ÖBB. Ab 1954 werden sie als Reihe 1020 bezeichnet.« Grundlegend modernisiert sind sie lange Zeit das Rückgrat im Güterverkehr in der Alpenrepublik. Ortswechsel nach Selztal in der Obersteiermark. Bis 1995 ist hier noch die Reihe 1245 aktiv. Eine vierachsige E-Lok für den Güter- und Personenverkehr. Ab 1934 in Betrieb. Die relativ kleinen, aber kräftigen E-Loks sind lange Zeit nicht wegzudenken. Nach dem Krieg kann die ÖBB auf 38 Maschinen zurückgreifen. Die 80 km/h schnellen Universalloks werden bei der Reichsbahn im Dritten Reich als E45.2 bezeichnet. Gleich zwei fahren hier im alten ÖBB Grün.
Mit der Reihe 1040 kommt 1950 die erste Nachkriegslokomotive der ÖBB auf die Gleise. 16 Stück werden in Dienst gestellt. Anfangs rollen sie vor Schnell- und Güterzügen. Die letzten der 90 km/h schnellen E-Loks bleiben bis 2003 im Dienst. 6 sind als Museumslok erhalten. »1994 sind 10 Zehner noch unterwegs, die ersten elektrischen Schnellzugloks der ÖBB. Allerdings nur noch in untergeordneten Diensten, wie hier als Vorspannlok oder vor Zügen der rollenden Landstraße.« Schon 1951 kommt die Reihe 1041 auf die Gleise. 25 gibt es, die bis 2003 ausgemustert werden. Eine Weiterentwicklung der 1041 ist die Reihe 1141, ab 1955 in Dienst gestellt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt nun 110 km/h. Auch diese E-Loks müssen 2003 den Dienst quittieren. Deutlich leistungsfähiger ist die ab 1963 in Dienst gestellte Reihe 1042. In verschiedenen Varianten wird sie bis 1977 gebaut. Die 130 und 150 km/h schnellen Maschinen sind in allen Traktionsbereichen anzutreffen. Erst mit der Anschaffung der neuen Taurus-Loks beginnt die langsame Ablösung. 2013 sind nur noch die auf Wendezugsteuerung umgebauten 1142 unterwegs. Nicht mehr im Bestand ist die Reihe 1043. Nur 10 gab es von ihnen. Diese E-Lok ist ein Ableger der schwedischen Baureihe RC2. Ab 1971 werden die vierachsigen E-Loks in Dienst gestellt. Sie sind die ersten mit Thyristorsteuerung bei der ÖBB. Im Einsatz sind sie meist vor Güterzügen zwischen Villach und Tarvisio. 2001 werden 9 von ihnen nach Schweden verkauft. Für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Ungarn werden 1993/94 18 Zweisystem-E-Loks der Baureihe 1014 in Dienst gestellt. Sie sind in allen Traktionsarten anzutreffen, hier am Semmering. Seit 2009 sind die 1014 nicht mehr aktiv. Die ÖBB hat alle Maschinen zum Verkauf ausgeschrieben. Wie in Deutschland gibt es auch in Österreich von vielen alten, nicht mehr aktiven Reihen Museumsloks. 1020037 ist eine von ihnen. Eine Planstromveranstaltung hat sie in den aktiven Dienst zurückgebracht. Ausfahrt in Summerau Richtung Linz an der Donau.
1943 ist die heutige 1020037 bei der AEG in Hennigsdorf bei Berlin als E94099 gebaut worden. Ihre erste Heimat wurde die Stadt Bludenz. Seit 1996 ist die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte Eigentümerin.